Um diese Sache der Trost und des Trostlosigkeit zu verstehen, gibt es eine Voraussetzung. Sie funktioniert nur, wenn wir tatsächlich auf Gott hin unterwegs sind. Denn wenn wir auf Gott hin unterwegs sind, dann können wir am Trost erspüren, dass der gute Geist uns bewegt. Und in der Trostlosigkeit, dass jetzt vielleicht der Versucher an uns rankommen möchte. Wenn wir allerdings nicht auf Gott hin unterwegs sind, sondern, wie Ignatius sagt, vom Guten zum Schlechteren oder vom Bösen zum noch Böseren vorangehen, dann ist es genau umgekehrt. Dann kann es sein, dass der gute Geist uns wieder herausreißen möchte aus dieser falschen Bahn. Und dann erleben wir Trostlosigkeit, ein Stachel, der uns gepfeilt wird, dann erleben wir, wie gleichsam der gute Geist alles versucht, um uns von diesem schlechten Weg, dem Weg, der unser Leben nicht gelingen lässt, wegzubringen. Also Misstrost. Es kann also der gute Geist Misstrost verursachen, um uns zum Guten zu bewegen. Und der böse Geist versucht genau das andere. Wenn wir vom Schlechten zum Schlechteren vorangehen, dann möchte der böse Geist uns einwickeln durch Trostgefühle. Na, es passt schon, ist doch so angenehm, ist so gut. Er führt uns also gleichsam auf diesem Weg weiter. Von daher, Trostgefühle sind keine Sicherheit dafür, dass wir gleichsam auf der richtigen Bahn sind, sondern es hängt grundsätzlich davon ab, ob wir Gott suchen, ob wir auf ihn hin unterwegs sein wollen. Dann ist das ein Kriterium. Ignatius geht natürlich in den Exerzitien davon aus, dass der Mensch normalerweise Gott sucht und auf ihn unterwegs ist. Deswegen ist Trost gewöhnlich ein Zeichen für den guten Geist und Misstrost für den Versucher. Aber im alltäglichen Leben ist das nicht so eindeutig. Es braucht also den Nachklang, was nach dem Ereignis geschieht, was nach einem Schritt in mir da ist. So wie es Ignatius auf dem Krankenlager von Loyola erlebt hat. Im Nachklang erst hat er entdeckt, dass bei der einen Lektüre er nachher weiterhin erfüllt ist, wenn er die Heiligen gelesen hat oder die Heilige Schrift, und dass er im Nachklang bei den anderen Rittenromanen, wenn er sich vorstellte, alles Mögliche für sie eine angebetete Frau zu tun, dass er erst im Nachklang dann merkte, er bleibt trocken zurück. Es ist wirklich nicht stimmig für ihn. Er ist leer. Drum der Nachklang ist wichtig und ob wir tatsächlich Gott suchen. Erst das gibt auch dem Trost oder dem Misstrost die Farbe.